Hallo Freunde und willkommen beim gepflegten Amateurfunkhaus mit dem Thomas. Heute mit einem Thema, das eigentlich nicht mehr so viel diskutiert wird. Früher, also wie ich eingestiegen bin, vor 20 Jahren, kam das auf und war eigentlich ein sehr heißes Thema. Und gerade alte Funkamateure, denen ist das kalte Kotzen hochgekommen, wenn sie von diesen Dingern gehört haben. Um welche Dinger geht es denn heute eigentlich? AU-UNUN 1 zu 9, Teil 1. Warum Teil 1? Wir werden uns heute mal den UNUN erstmal generell angucken. Mal gucken, ob überhaupt in solchen Billigsteilen, die wir jetzt aus China bekommen, überhaupt brauchbare Teile, also brauchbare Komponenten verbaut sind. Das heißt, wir werden das mal durchmessen. Und werden mal schauen, was dabei rumkommt. Es geht also, wie gesagt, ich habe mir so ein Ding mal jetzt hier mal bestellt. Das ist ja, wenn man bei Amazon nicht schnell genug von der Webseite kommt, kriegt man sowas ja ins Genick geschmissen. Ja, ich glaube, der hier hat gekostet. Ja, ich halt falsch rum. Der hier hat also gekostet irgendwie 12 Euro inklusive Versand. Also, das ist Wahnsinn. Ja, die Frage ist, taugt das überhaupt, was hier drin ist? Mal ganz von dem Antennensystem, was man damit aufbaut, taugt da überhaupt was das, was da drin ist? Die Frage ist, was soll es machen? Es soll uns eine Impedanz, die wir haben, runtertransformieren. Also im Regelfall, wir haben hier ein UNUN von 1 zu 9, wir haben einen Eingang von 50 Ohm. Das heißt, wenn wir auf der anderen Seite 450 Ohm drauf packen, dann sollte das eigentlich schön runtertransformiert werden auf 50 Ohm. Und das, wenn es geht, ja, bitteschön auch von einem Megahertz bis am allerbesten 50 Megahertz, zur Not auch 30 Megahertz. Das geht auch. Also 6 Meter mit so einem Ding machen, ich weiß nicht. Obwohl, wenn 6 Meter offen ist, geht es eigentlich auch mit einem nassen Schnürsenkel. Ja. Ja, wie macht man das jetzt? Was haben wir jetzt für einen Messaufbau hier? Das heißt, ich habe jetzt also hier quasi einen kleinen Widerstand aufgesetzt. Der sollte haben 450 Ohm. Ich habe jetzt hier 470 Ohm bei der zur Hand gehabt. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ihr könnt auch 500 Ohm nehmen. Ihr könnt auch 400 Ohm nehmen. Letztendlich möchten wir ja einfach nur gucken, haben wir halt, sage ich jetzt mal hier, die gleiche Stehwelle, also die gleiche Anpassung, wenn möglich, über das ganze Band. Also wie gesagt, wenn möglichst von 1 bis 30 oder sogar, wenn noch besser ist, bis 50 MHz. Ja? Klar, hier kommt mal wieder mein kleiner VNA zum Einsatz. Den schließen wir jetzt mal an. Und viel zu sehen gibt es hier eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir gehen jetzt wieder mal rüber zum Messplatz. So, und wir lösen natürlich mal wieder die erste Messung aus. Und ihr wisst natürlich, die erste Messung geht bei dem Ding immer in die Hose. Aber wir haben jetzt mal Zeit, uns hier das auszuwählen, was wir überhaupt brauchen. Das lasse ich jetzt mal ganz raus. Da brauchen wir gleich noch einen zweiten Wert. Und dann gucken wir uns hier noch die Stehwelle an. Und ich löse wieder eine Messung von 1 MHz bis 30 MHz aus. Ja. Also die flache Linie, die wir uns hier erhofft haben, haben wir jetzt nicht bekommen. Wir haben sogar hier am Anfang tatsächlich ja bis zu 1,9. Wobei wir hier natürlich bei 1 Megahertz sind. Das heißt, wir müssten mal dahin gehen, ungefähr hier 1,7. Hier für die Schnalle 1,9 irgendwie dazwischen.
Jetzt sind wir hier bei ungefähr 1,8 Megahertz, das wären also 160 Meter. Und wir haben jetzt hier, dann hätten dann hier eine Stehwelle von 1,4. Ja, das geht hier runter. Wir haben also ein Minimum ungefähr bei 9 Megahertz. Und geht dann hier am Ende hoch bis 1,2. Wenn wir jetzt mal hier messen bis 50 Megahertz, ja, dann geht es hier hinten nochmal auf 1,4. Was sagt uns das jetzt erstmal hier? Ja, es wäre schön, wenn wir hier einen linearen Wert hätten, der, also nicht Quatsch linear, einen flachen Wert hier, eine Flatline hätten, irgendwo unter 1,1 oder bei 1,1 oder sonst irgendwo. Das heißt, wir haben hier schon Abweichungen in unserem, ich weiß nicht, was da drin ist, ob dann Ferrit, ich vermute mal, da ist eh nur ein Ferritstab drin oder ein kleiner Ringkern. Wir haben hier gewisse Abweichungen, ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Das wird uns also jetzt nicht wirklich beeinflussen. Es wäre schöner, wenn es ganz gerade wäre, aber ich bezweifle, dass das selbst, wenn wir das selber bauen würden mit sehr hochwertigen Ringkernen, dass selbst dann wir wirklich eine sehr flache Linie kriegen würden. Ja, irgendwo hat so ein Ringkern oder ein Ferritstab, der da drin ist, immer irgendwo seine Einbrüche. Ich halte es aber, ich hätte also mit einem wesentlich schlimmeren Ergebnis gerechnet. Ich hätte also auch damit gerechnet, dass das hier irgendwie am Ende sogar richtig hoch geht. Also ich finde das jetzt erstmal sehr brauchbar. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, wie sieht das aus? Haben wir hier vielleicht in dieser Konstruktion, die da ist, irgendwie induktive oder kapazitive Blindwiderstände, die uns hier reinspucken? Das können wir ja mal uns anschauen, indem wir uns mal den Blindwiderstand angucken von der ganzen Geschichte. Und da sehen wir, der ist ganz nah hier bei der Nulllinie. Das heißt, wir können da nicht davon ausgehen, dass das, so wie sie es aufgebaut haben, eigentlich keine kapazitiven oder induktiven Blindwiderstände liefert. Und hier wir hier wirklich in diesem System am Ende den reinen ohmschen Widerstand haben. Das sieht jetzt eigentlich nicht so schlecht aus. Ja. Eigentlich nicht schlecht. Das heißt also für einen Trafo, der also ein Impedanztrafo, der uns das transformieren soll, könnte besser sein, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist so grottenschlecht, dass man es nicht benutzen kann. Gut. Soweit, so gut. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dieses Teil jetzt mal hier an einen meiner Drähte anzuschließen und dass wir dann hier mal reale Messungen an der Antenne machen können. Und dann zeige ich euch auch mal wirklich auf, wo das große Problem an diesen nun Antennen, manche Amateurfunker traut sich gar nicht, das Antennen zu nennen. Antennen wirklich liegt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hobby. Schaltet doch ab und zu mal den Lötkolben ein. Viele QSOs und die 73 hier vom Thomas. Ciao.